Also das sind jetzt solche typischen Nanopartikel, mit denen wir arbeiten, aus denen in dem Fall jetzt Gläser gemacht werden, solche Hochleistungsgläser. Also das sind diese weißen Pulver. Man sieht jetzt, wenn man die ein bisschen schüttelt, dass die auch schön flockig sind, also gar nicht vergleichbar sind wie mit Sandpartikeln oder so, sondern die sind ganz fluffig weiß und fein. Und das ist so ein typisches Zeichen dieser Nanopartikel. Dazu gibt es verschiedene Nanopartikel, die wir hier gelagert haben. Ihr seht hier zum Beispiel auch kleine Instrumente, mit denen man diese Partikelchen aus den Flaschen raus befördern kann. Wenn wir hier mal so einen kleinen Schwenk machen, sieht man auch hier eine Apparatur, mit denen wir dann diese Partikel mit Wasser vermischen. Das heißt, die Partikel werden sozusagen verrührt, wir nennen das Suspension. Und aus den Nanoteilchen werden dann Flüssigkeiten, die man dann verarbeiten kann. Man kann sie dann im Grunde in Form gießen beispielsweise. Und das macht man mit solchen Rührbehältern, die wir hier sehen. Und wenn man dann noch einen kleinen Schwenk weitermacht, sieht man dann hier beispielsweise Messapparaturen oder Computer. Damit kann man dann die Eigenschaften der Nanopartikel auch messen. Da haben wir bestimmte Programme und Software, die das dann ermöglicht, diese Suspensionen zu charakterisieren, zum Beispiel von der Leitfähigkeit her, aber auch beispielsweise von vom Aufbau der Partikel kann man dann Messungen durchführen. Und hier sieht man mal zum Beispiel so einen kleinen Aufbau, das sieht aus wie so eine kleine Spindel, wie eine Drehbank beispielsweise. Damit kann man zum Beispiel die Partikelchen auch Form geben. Wir verwenden dazu beispielsweise solche Behälterchen, in denen die Partikel reingegeben werden. Und wenn man das ganz schnell dreht, kann man zum Beispiel dann die Partikelchen in Form von Rohren Form geben. Das machen wir zurzeit ganz aktuell für einen Projektbereich. Das ist mal so ein Beispiel von den verschiedenen Dingen. Hier seht ihr zum Beispiel eine Waage. Damit kann man die Partikelsuspensionen auch abwiegen. Das hier sind solche Pipetten, nennt man die. Damit kann man also definierte Mengen an Partikelsuspensionen oder Dispersionen, wie wir sie nennen, also das heißt Nanopartikel mit Flüssigkeit, entnehmen und damit dann auch forschen, also das heißt mit bestimmten Volumen, mit kleinen Volumen dann arbeiten. Und hier seht ihr mal so ein Ultraschallbecken beispielsweise, damit kann man die Teilchen vereinzeln. Wir wollen ja immer die Teilchen isoliert sozusagen haben in den Flüssigkeiten. Dafür nimmt man so ein Ultraschallbad. Hier seht ihr zum Beispiel mal Reinstwasser. Das ist also extrem reines Wasser, viel reiner als ihr es in der Wasserleitung habt. Da sind quasi keine Salze mehr drin, also auch keine kleinsten Teilchen, sondern das ist unglaublich reines Wasser und das braucht man, um diese Teilchen zu vereinzeln und mit denen zu arbeiten. Hier seht ihr mal eine Apparatur, damit kann man zum Beispiel das Fließverhalten von solchen Nanoteilchen in Flüssigkeiten messen. Man nennt das ein Rheometer. Das ist jetzt nicht in Betrieb, aber nur, dass ihr mal einen Eindruck habt, was wir so machen. Ja, das war ein kleiner Einblick in das Labor der Nanotechnik. Ja, es gab ja auch die Frage von euch, wie funktioniert denn das eigentlich mit dem Geckofuß? Warum haftet denn der Geckofuß so schön auf den Oberflächen und warum kann ein Gecko eigentlich die Wände hochklettern? Und dieses Experiment könnt ihr sehr gut nachvollziehen mit zwei Zahnbürsten, die ihr euch mal von zu Hause nimmt und einfach mal diesen Versuch nachstellt. Wenn ihr die beiden Zahnbürsten einfach mal aufeinander legt, ohne sie aufeinander zu drücken, dann seht ihr, dass die Borsten ja übereinander entlang gleiten können. Also die können aufeinander abgleiten, ohne dass irgendwas passiert. Wenn jetzt aber dieser Geckofuß sozusagen in die Oberfläche sich hineindrückt, also das hier, das Blaue wäre sozusagen die Oberfläche, das Rote wäre der Geckofuß. Und wenn der Geckofuß sich also hineindrückt, dann könnt ihr selbst mal versuchen, durch eine Scherbewegung, also durch eine seitliche Bewegung, versuchen, diese beiden Zahnbürsten voneinander wegzuziehen. Und da werdet ihr feststellen, die Kraft, die ihr benötigt, ist extrem hoch. Also ihr könnt mit einer, sagen wir, normalen Bewegung
diese beiden Zahnbürsten gar nicht mehr voneinander abheben oder auch nicht sozusagen nochmal voneinander wegbewegen, sondern die hängen tatsächlich ineinander. Ne? Und so kann der Gecko quasi auch die Wände hochgehen, ne? Indem quasi diese Zahnbürste, ne? ihr seht es hier, perfekt sozusagen verschränkt ist durch die Borsten. Und der Gecko kann jetzt das Bein, wenn er es nochmal frei bekommen will, hebt das einfach ab von der Oberfläche und wandert die nächste Stufe und kann dann nochmal sich quasi festhalten. Ne? So funktioniert das sogenannte Gecko-Experiment mit zwei Zahnbürsten relativ einfach. Und interessant ist, dass die Kraft, die ihr benötigt, und, um jetzt die Zahnbürste nach unten wegzuziehen oder nach oben wegzuziehen, die ist wirklich extrem hoch. Das müsst ihr mal selbst ausprobieren. Man nimmt also ein bisschen Tinte. Das kann eine normale Schultinte sein, also blaue Tinte, die relativ intensiv ist, und verrührt das ein bisschen mit Wasser, ja, bis man so eine schöne blaue Farbe bekommt. Ja. Dann guck mal gerade, dass wir das noch ein bisschen verrühren, ein bisschen gleichmäßig verrühren. Jetzt sieht man hier diese schöne blaue Farbe. Und die sieht ja jetzt relativ homogen aus, also gleichmäßig blau, und man sieht keine Partikel. Man sieht insbesondere auch keine Nanoteilchen in dieser Flüssigkeit. Ne? Und jetzt haben wir hier ein Filterpapier. Das kann man auch mit einem Kaffeefilterpapier machen. Und die Besonderheit ist jetzt, dass in dem Filterpapier ein Aktivkohlepulver fein gemahlen noch enthalten ist. Ne? Und anstatt des Aktivkohlefilters kann man auch Holzkohle nehmen. Also das heißt, man reibt verbrannte Kohle relativ fein und bekommt dann so ein feines Pulver. Und das füllt man auch gleichmäßig mit einer kleinen, dünnen Schicht in dieses Filterpapier. Und jetzt gießt man diese blaue Tinte auf das Filterpapier. Ich mache das mal. Und wartet mal eine Zeit lang, vielleicht so eine halbe Minute, bis sich dann die ersten Tropfen abfiltrieren lassen, und kann dann mal langsam, vorsichtig nochmal nachgießen. Und was man jetzt schon so leicht erkennt, wenn man mit der Kamera vielleicht ein bisschen näher drauf geht, ist, dass die blaue Tinte jetzt farblos wird. Ne? Die entfärbt sich. Das heißt, diese kleinen Partikelchen, die in der Tinte drin sind, werden im Filter zurückgehalten. Und damit kann man zum Beispiel nachweisen, dass tatsächlich Partikel in dieser Tinte enthalten sind. Also die Frage ist jetzt, wie ist Tinte überhaupt aufgebaut? Was ist eigentlich Tinte? Früher hat man Tinte aus Rußpartikeln zum Beispiel hergestellt. Heute sind kleine Partikelchen, die sulfathaltig sind, auch mit einer bestimmten Säure auch vermischt werden, damit das Blau noch intensiver wird. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es Nanoteilchen sind, ne? Nanopartikel sind in dieser Tinte, und die lässt sich dann sehr gut mit einem solchen Filtrationsexperiment dann reinigen. Ne? Das heißt also, die kleinen Nanopartikelchen, die in der Tinte sind, werden von dem Filtermaterial innen und der Aktivkohle zurückgehalten. Und das Schöne ist an dem Experiment, dass die Nanopartikelchen tatsächlich besser zurückgehalten werden, wenn man die Aktivkohle verwendet. Man kann es jetzt zu Hause nochmal nachstellen, mal mit und mal ohne Aktivkohle, und wird dann sehen, dass dieses Filtrationsexperiment mit Aktivkohle viel effizienter ist. Ja? Und die Frage ist, kann man sich jetzt auch fragen, warum funktioniert das mit Aktivkohle besser? Und das liegt auch wieder an der Nanostruktur der Aktivkohle, weil diese kleinen Partikelchen in der Aktivkohle viel besser zurückgehalten werden als zum Beispiel durch das reine Filtermaterial. Also zum Beispiel durch einen Filter als Kaffeefilter, ne? Der ist lang nicht so fein porös, und die Teilchen würden da eher durchwandern als durch diese Aktivkohle. Ne? Also das heißt, die Aktivkohle ist damit, das ist der Beweis, viel
mikroporöser und viel kleiner strukturiert. Man kann sagen, das Sieb, das ist wie so ein Nanosieb, was die kleinen Partikelchen zurückhält. Das ist ein relativ einfaches Experiment, womit man dann zeigen kann, dass tatsächlich diese blaue Tinte eben mit der Farbwirkung der Nanoteilchen dann blau wirkt und nach der Filtration ist das Wasser klar und die Teilchen sind quasi in dem Filtrat, nennt man das, also das heißt in dem entsprechenden Rückstand, und das Permeat, also das ist das, was sozusagen hier als klare Flüssigkeit rauskommt, ist frei von den Nanoteilchen.